Da ist der März schon wieder Geschichte, aber wir heulen ihm keine Tränen nach, denn der April steht schon wieder mit frischen Releasen auf dem Markt und wir zeigen euch jetzt die besten Konsolentitel, die nächsten Monat rauskommen. Viel Spaß! Eine gelungene Mischung aus Shoot'em'up und Crafting-Simulator erwartet uns mit Mercenary Kings. Der charmante Comic-Shooter bietet eine Unzahl an möglichen Waffen, die man sich selbst erstellen kann und punktet mit einem Online-Koop-Modus. Zurzeit kann es noch als Early-Access-Version auf Steam erworben werden. Ab 1. April ist es dann aber auch auf der PS4 heimisch. What do we know? Erst noch auf den Handhelds, ab 2. April auch endlich auf PC, PS3, Wii U und Xbox 360 erhältlich. Mit der Batman Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition bekommen Fans einen weiteren Ableger des Franchises. Extra für diese Edition wurde das Karten- und Hinweissystem verbessert, damit Navigation und Zielverfolgung einfacher von der Hand gehen. Die Neuauflage von Dynasty Warriors 8 Extreme Legends Complete Edition kommt für PS Vita, PS3 und PS4 und bietet neben aufgehübschter Grafik auch noch fettere Massenschlachten. Denn durch die bessere Hardware können nun auch noch mehr Krieger auf dem Schlachtfeld dargestellt werden. Käufer erhalten ebenfalls neue Szenarien und die Möglichkeit, auf allen verfügbaren Plattformen ihren Spielstand zu portieren. Die Zombie-Studios haben mit Daylight ein Horrorspiel entwickelt, welches einen hohen Wiederspielwert in sich trägt. Ähnlich wie in The Stanley Parable spielt man das Szenario mehrfach hintereinander durch, jedoch geschehen bei jedem Neustart neue Ereignisse, die nach und nach die Story enthüllen. Ab dem 7. April kann man seine Schreckenstour auf PC und PS4 starten. Oh mein Gott, what was that? Abenteuer vor und suche jemanden, der noch mitmacht. Schon mit der Versoftung von der Herr der Ringe konnte Lego einen großen Wurf landen. Nun folgt am 4. April die spielbare Lego-Version von Der Hobbit, in der man die ersten beiden Kinofilme nachspielt. Natürlich hat Lego hier ihren eigenen und typisch knuffigen Humor eingebracht und man kommt diesmal auch in der deutschen Version in den Genuss der Originalsynchronstimmen aus den Kinofilmen. Meister Beutlin in der Gemeinschaft von Thorin Eichenschild. Mit Kinect Sport Rivals will Microsoft und Rare ein neues Sporterlebnis mit der Kinect präsentieren. Ob nun Jetski, Free Climbing oder Bowling, alles soll mit der Kinect-Steuerung klasse funktionieren und wird an spektakulären Orten präsentiert. Ob die Kinect damit ihren glorreichen Wurf landet, kann man ab dem 11. April in Augenschein nehmen. Da Lego schon so gut wie jeden großen Film auf ihre eigene Weise in ihrem Spieleuniversum umgesetzt hat, war es nur klar, dass sie auch ein Videospiel zu ihrem eigenen Film herausbringen. Mit The Lego Movie Video Game spielt man eng an der Story der Filmvorlage und kann sich herrlich über die Lego-typischen Gags amüsieren. Vor allem die in der Stop-Motion gehaltenen Zwischensequenzen aus dem Film versprühen einen ganz besonderen Charme. Am 14. April zieht auch die PS4 mit Final Fantasy XIV A Realm Reborn nach und man kann sich in ganz Eorzea tummeln. Die Konsolenversion hat grafisch kaum Nachteile zur PC-Fassung und die Steuerung wurde gut auf den Controller übertragen. Im Gegensatz zu anderen Online-Multiplayer-Spielen auf der PS4 benötigt man kein zusätzliches PlayStation Plus-Abo, um Final Fantasy XIV spielen zu können. Dennoch besteht bei diesem MMORPG eine Abo-Pflicht von 12,99 € pro Monat. Der pelzige Dieb Sly Cooper und seine Gefährten sowie deren Abenteuer bekommen im April auch eine Umsetzung auf die PS Vita. Die HD-Kollektion der Trilogie bietet alle Teile der Sly Cooper-Reihe und Jump'n'Run-Unterhaltung der alten Schule. The Cooper Gang rules the roost. Fans der Trials-Reihe fiebern den 16. April entgegen, denn dann kommt mit Trials Fusion der neueste Teil in die Läden. Wie üblich brettert man mit irrer Geschwindigkeit und coolen Stunts durch opulente Areale. Neu sind die gut versteckten Herausforderungen in jeder Welt. Das neu eingeführte Quadbike macht sich klasse im Fuhrpark und lässt sich schön wuchtig steuern. Der eShop-exklusive 3DS-Titel Nintendo Pocket Football Club bietet knuffige Grafik und fordert euer taktisches Kalkül. Ihr sollt als Manager eure Mannschaft in die erste Liga bringen und dafür müssen natürlich neue Spiele gekauft, Taktiken abgewogen und geändert werden. Auch umfangreiche Individualisierungen wie Mannschaftsemblem, Club oder Spielernamen liegen in eurer Hand.
Mit FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014 können wir ab dem 17. April das Fußballereignis des Jahres in unsere Wohnzimmer holen. Mit den etwas angepassten Spielmechaniken lässt sich nun das Dribbling besser beherrschen. Jedoch müssen lange Pässe weiterhin akkurat getimt werden. Mit dem Road to Rio-Modus hat man zusätzlich einen anspornenden Modus implementiert, bei dem man sich von Stadion zu Stadion bis zum begehrten Pokal durchspielt. Letztes Jahr veröffentlichte Nintendo den ersten NES-Remix und brachte NES-Klassiker in einer WarioWare-artigen Minispielsammlung zurück auf die Mattscheibe. Am 25. April folgt nun der NES Remix 2, der unter anderem Metroid, Super Mario Bros. 3 und Kirby's Adventure enthält. Der Dungeon Crawler Demon Gaze von Katogawa Games ist ein Sequel zu Students of the Round und siedelt sich 1000 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers an. Man stürzt sich mit seinen Gefährten in Dungeons, besiegt Dämonen und kann diese in späteren Kämpfen zur Hilfe rufen. So bereist man nach und nach die Welt Mithrid und deren 6 Regionen, während sich die Geschichte in schön gezeichneten Zwischensequenzen dem Spieler offenbart. Namco Bandai präsentiert mit JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle ein Beat'em-Up-Mashup der bekannten Charaktere aus der Manga-Vorlage von Hirohiko Araki. Ob gegen NPCs im Story-Modus oder online gegen Freund und Feind. Man fühlt sich durch die Comic- bzw. Manga-Grafik stets, als würde man die Figuren direkt aus dem Manga steuern. Das malerische Child of Light lässt uns in die Haut von Aurora schlüpfen. Aurora wurde entführt und versucht nun mit Hilfe ihrer nach und nach dazukommenden Gefährten ihren Weg nach Hause zu finden. Dafür muss sie allerdings Sonne, Mond und Sterne aus den Klauen der Königin der Nacht befreien. Ein Action-Rollenspiel mit extrem viel Charme und im künstlerisch sehr schönem Aquarell gehalten. Rums, Bums, aus die Maus, da ist es schon wieder vorbei mit unserer Monatsvorschau. Hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer geworden. Wenn euch ein paar Titel auffallen, die vielleicht nicht mit dabei waren, dann like a arrow to my knee, einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.